Wenn Sie eine Extremwertaufgabe bearbeiten müssen, haben Sie im Normalfall in den Teilaufgaben vorher bereits die Funktion gezeichnet. Das heißt, normalerweise wissen Sie schon, wie die Funktion aussieht. Wenn Sie es nicht wissen sollten, zum Beispiel wenn Sie so wie jetzt einfach die Extremwertaufgabe hingeklatscht kriegen, ist Ihre allererste Aktion natürlich, einen Taschenrechner zu zücken und irgendwie, egal wie, diese Funktion zu zeichnen oder skizzieren. Und bitte übertragen Sie die Skizze auch ins Heft, weil ohne werden Sie höchstwahrscheinlich nicht bis zum Schluss der Aufgabe kommen. Also, schön ins Heft oder auf dem Blatt skizzieren. Die Funktion sieht in diesem Fall in etwa so aus. Sie geht durch den Ursprung und berührt die x-Achse bei 6, was aber nicht sehr wichtig ist für uns. Also hier irgendwo ein Hochpunkt, dann geht sie runter, berührt die x-Achse und geht wieder hoch. F von x. Wie gehen wir rechnerisch vor? Wir haben einen Kurvenpunkt gegeben, U'V. Das Einzige, was ich vom Kurvenpunkt weiß, ist, dass der x-Wert, nämlich das u, größer als 0 ist. Also muss p rechts von der y-Achse liegen. Ich zeichne ihn irgendwo ein, spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache der x-Wert ist positiv. Was kann ich vom y-Wert sagen? Der y-Wert ist v. Eigentlich brauche ich v nicht. Wie berechne ich einen y-Wert? Einen y-Wert berechne ich immer, indem ich den x-Wert in die Funktion einsetze. Das heißt, statt diesem v kann ich eigentlich auch f von u hinschreiben. Sieht zwar auf den ersten Blick hässlicher aus, hat aber den Vorteil, ich habe nicht mehr zwei Unbekannte. Ich habe nicht mehr u und v, sondern nur noch u und f von u. Eine Unbekannte, nur noch u. Die nächsten Punkte. S. S liegt auf der x-Achse, weil der y-Wert 0 ist. Hat aber den gleichen x-Wert wie p. Beide haben den x-Wert u. Also liegt S auf der x-Achse, hat den gleichen x-Wert wie p, liegt also direkt drunter. Naja, und der Ursprung 0, 0 ist klar, der liegt im Ursprung. Und damit habe ich jetzt mein Dreieck. Jetzt kommt der rechnerische Teil. Ich möchte, dass der Flächeninhalt vom Dreieck maximal wird. Also beginne ich mit der Formel für den Flächeninhalt vom Dreieck. 1/2 g mal h. Was ist die Grundlinie? Die Grundlinie ist meine Seite OS, untere. Es ist eine waagerechte Seite, also rechne ich immer rechter x-Wert minus linker x-Wert. Von Ihnen aus gesehen rechnen wir ebenso. Der rechte x-Wert ist in diesem Fall der x-Wert von S. Also ist das mein x-Wert von S minus linker x-Wert ist der x-Wert vom Ursprung. S hat den x-Wert u. Der Ursprung hat einen x-Wert 0. Das heißt, meine Grundlinie ist u. Minus 0 kann ich mir sparen. Die Höhe vom Dreieck, das wäre meine Strecke sp. Das ist eine senkrechte Strecke und senkrechte Strecken berechne ich immer über oberen y-Wert minus unteren y-Wert. Der obere y-Wert ist der y-Wert von p und der untere y-Wert ist der y-Wert von s. P hat den y-Wert v bzw. f von u, s hat den y-Wert 0. Also habe ich für die Höhe f von 0. F von U, das 0 kann ich mir sparen. Damit kann ich jetzt hergehen und sagen, die Fläche von meinem Dreieck ist 1/2 mal Grundlinie ist U, das minus 0 spare ich mir, mal Höhe ist F von U, das minus 0 spare ich mir auch. Und da ich jetzt nur noch eine Unbekannte drin habe, dürfte ich die Fläche auch A von U nennen. Was heißt dürfte? Sieht schäffiger aus. Die meisten Mathematiker finden es cool. Kleine Randbemerkung für diejenigen von Ihnen, die einen Taschenrechner verwenden dürfen, der grafikfähig ist, also ein GTR oder CAS. Wenn Sie einen GTR oder CAS verwenden dürfen, speichern Sie
unter y1 die Funktion f von x. Diese Flächenfunktion geben Sie ein als y2 gleich 1/2 mal x mal f von x, bestimmen davon das Maximum und sind fertig. Ende der Randbemerkung. Wenn Sie also nicht das Glück haben, einen GTR verwenden zu dürfen, dann möchten Sie davon natürlich die Ableitung machen. Sprich, bevor man das ableitet, wäre es natürlich geschickt fürs f von u, f von u einzusetzen. Also ich nehme einfach mein u und setze es in die Funktion fürs x ein, habe also 0,25 u hoch 3 minus 3 u Quadrat plus 9 u. Eigentlich steht die Funktion dann nur statt ein x steht ein u da. Und nun löse ich die Klammer auf. 0,25 ist 1/4 mal 1/2 gibt 1/8. U mal u hoch 3 sind u hoch 4. 1/2 mal 3 sind 3/2. U mal u Quadrat sind u hoch 3. Und der letzte Term, 1/2 mal 9 sind 9/2. U mal u sind u Quadrat. Das ist mein a von u. Jetzt will ich ja die Ableitung haben, weil die soll ja 0 werden. Also leite ich das Ganze ab. A' von u ist 1/8 mal 4 sind 4/8, gekürzt 1/2. 3/2 mal 3 sind 9/2 u². 9/2 mal 2 sind 18/2, also 9/9 u. Und das muss jetzt 0 werden. Wie setze ich sowas 0? Ich kann u ausklammern. Also machen wir es auch. Ich klammer u aus, habe also u mal, es bleibt übrig, 1/2 u Quadrat minus 9/2 u plus u plus 9. Nun habe ich Ding mal Ding gleich 0, wende also den Satz vom Nullprodukt an und habe als Lösung entweder u gleich 0 oder diese ganze Klammer gleich 0, also 1/2 u Quadrat minus 9/2 u plus 9 gleich 0. U gleich 0 kann ich mir sparen, weil u sollte ja größer als 0 sein. Damit muss ich nur noch diesen Term 0 setzen. Quadratische Gleichung, 0 setzen heißt Mitternachtsformel, also PQ-Formel oder ABC-Formel. Ich mache mal das Ding da weg. Vorher notiere ich mir aber noch kurz die Flächeninhaltsfunktion und die Ableitung. A von u ist 1/8 u hoch 4 minus 3/2 u hoch 3 plus 9/2 u Quadrat und a' gleich 1/2 u hoch 3 minus 9/2 u Quadrat plus 9 u. Ist zwar nur ein Gekritzel, ist aber nur für mich. So. Also, ich möchte die quadratische Gleichung lösen. 1/2 u Quadrat minus 9/2 u plus 9. Eben, ich wende Mitternachtsformel an, also sprich ABC-Formel oder PQ-Formel. Die detaillierte Berechnung davon spare ich mir, sonst wird es wieder so unendlich groß, der Film. Sie glauben einfach, es kommt raus, u1 war 0 und hier kriege ich raus entweder 3 oder 6. Ich habe also zwei Lösungen. Ja, was mache ich damit? Etwas Sinnvolles, was ich noch machen kann, ich kann schauen, ist da tatsächlich ein Maximum dabei? Sind beides Maxima oder ist vielleicht nur eins davon Maxima? Und das kriege ich raus natürlich, indem ich die beiden U's in die zweite Ableitung einsetze. Die zweite Ableitung, die erste Ableitung war 1/2 U hoch 3 minus 9/2 U Quadrat plus 9 U. Das heißt, die zweite Ableitung von der Fläche ist 3/2 U Quadrat minus 18/2 sind 9/9 U plus 9. Und nun setze ich die beiden U's ein.
Wenn ich 3 in die zweite Ableitung einsetze, habe ich 3 halbe mal 3 Quadrat minus 9 mal 3 plus 9. Das sind minus 13, minus 4,5 ist das. Ist negativ, also habe ich tatsächlich ein Maximum, sprich Hochpunkt. Wenn ich 6 einsetze, habe ich 3 halbe mal 6 Quadrat minus 9 mal 6 plus 9. Gibt 9, glaube ich. Plus 9. Und damit habe ich einen Tiefpunkt, sprich Minimum. Und damit interessiert mich die 6 eigentlich nicht. Das heißt, der gesuchte Wert ist die 3. Mehr muss ich auch nicht berechnen, weil es war ja eigentlich nur nach U gefragt. Für welchen Wert von U, bla bla bla. Das heißt, meine Antwort für U gleich 3. Noch eine kleine Bemerkung. Wäre nach dem Flächeninhalt gefragt, setze ich natürlich U einfach für die Flächeninhaltsformel ein. Da nicht danach gefragt ist, bin ich fertig.